Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es in der Ratgeberreihe um dieses Buch hier, das hatte ich ja schon angekündigt. Das ist der Babyguide fürs erste Jahr, Pflege, Entwicklung, Gesundheit und Alltag von Annette Bob und Birgit Kromer aus dem Kösel Verlag. Kostet 22,95 Euro und hat, ich schaue gleich mal, wie viele Seiten das Buch hat, ist relativ dick und schwer. Und hat ein bisschen mehr als 400 Seiten. Ich finde das Cover wunderschön. Schon der Kleine hier drauf. Farblich finde ich das auch wirklich sehr, sehr genial. Das hat mich schon mal, ja, ich bin ja so ein Cover-Freak. Optisch hat es mich auf jeden Fall schon mal überzeugt. Das Buch wirkt damit, dass es zum schnellen Nachschlagen gedacht ist, aber auch zum vertiefenden Hineinlesen. Die Autoren bestärken einen im Vorwort darin, seinen eigenen Weg zu finden und den zu gehen. Also sie diktieren einem nicht auf, was man zu tun oder zu lassen hat. Das Buch soll als Wegweiser dienen, Möglichkeiten aufzeigen und Anregungen bieten. Das Buch umfasst sowohl die eigenen Erfahrungen der Autoren, aber auch Erkenntnisse anderer Eltern, Pädagogen, Ärzte, Hebammen und Wissenschaftler. Ist eigentlich eine sehr, sehr gute Mischung, wie ich finde. Das Ganze ist in 7 Hauptthemen untergliedert, die sich farblich voneinander unterscheiden. Das seht ihr vielleicht hier sehr gut. Und zwar geht es um natürlich die Geburt und das Wochenbett als erstes, dann die Rückbildung und den Babyblues, dann darum Eltern werden, Partner bleiben. Das vierte Thema ist die Säuglingspflege und der Familienalltag. Dann kann man was lesen über die Ernährung im ersten Jahr, über die Babygesundheit und das letzte Thema ist dann die Entwicklung und die Förderung. Ich finde es gut, dass nicht nur Themen, die das Baby betreffen, angesprochen werden, sondern eben auch so Sachen wie die Partnerschaft, das Muttersein, aber auch das Vatersein. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist illustriert mit sehr, sehr süßen Babybildern. Ich kann euch da ja mal einfach auch ein paar zeigen. Hier zum Beispiel, finde ich sehr, sehr süß gemacht. Es gibt immer mal wieder Webtipps zu den verschiedenen Themen und Zusammenfassungen. Ihr habt hier drin zum Beispiel Beispiele für Beckenbodenübungen. Ein großes Thema ist auch Kinder und Arbeiten, also Kinder und Beruf. Es werden verschiedene Betreuungsmodelle vorgestellt. Es gibt Rezepte für die ersten Breis. Also es ist wirklich sehr, sehr umfangreich und es werden viele Themen angesprochen. Für mich persönlich ist es aber so, dass ich vieles dazu natürlich schon im Geburtsvorbereitungskurs gehört habe, dass da vieles schon besprochen wurde, aber das ist ja auch bei jedem anders. Und so Sachen wie das erste Anlegen, Stillprobleme, Babypflege, das sind so Sachen, die ich mit der Hebamme schon direkt im Krankenhaus besprechen würde oder dann zu Hause. Aber wie gesagt, das ist so meine persönliche Meinung, meine persönliche Ansicht. Ich habe mir nur ein paar Themen rausgepickt und die gelesen, weil mir, wie gesagt, schon vieles bekannt war oder mich einiges auch einfach nicht tangiert hat, nicht interessiert hat. Aber vielleicht kommt das dann auch erst so im Alltag mit dem Kind. Für mich ist es auch zu viel Text. Ich würde mir noch viel mehr Zusammenfassungen und Übersichten wünschen, eben wenn man mal nur schnell was nachschlagen will. Aber ich bin wahrscheinlich eher so der Typ, der dann lieber konkrete Fragen stellt an meine Mama, an die Hebamme, an den Arzt, an das Internet, als dass ich mir da irgendwie 5 Seiten durchlese und dann doch nicht die Antwort bekomme, die ich eigentlich gesucht habe. Aber wie gesagt, das ist so ein persönliches Ding von mir. Für all diejenigen, denen es aber wichtig ist, so ein Werk zu Hause zu haben, kann ich sagen, es ist sehr umfangreich, es werden viele Themen angesprochen, es ist ein sehr verständlicher und einfühlsamer Schreibstil. Und die Kernaussage, die ich für mich aus diesem Buch mitgenommen habe, ist eigentlich, dass man als Eltern spürt, was, wann, wie richtig für das Kind ist. Also man muss auf seine eigenen Gefühle und die Zeichen des Kindes achten und diese dann auch entsprechend deuten und umsetzen. Zum Beispiel habe ich mir behalten, dass wenn das Kind nach dem Baden weint, dass man einfach zu lange gebadet hat. Also so, eigentlich so ganz einfache und logische Dinge, die einem in dem Moment dann vielleicht gar nicht so logisch erscheinen. Man sollte einfach nicht zu viel wollen. Also mir gefällt, wie das Buch aufgebaut ist, was es für Themen anspricht.
wie es das Ganze vermittelt, wie es das rüberbringt, dass es hier nichts aufdiktieren will und dass es einen auch so ein bisschen darin lehrt, Eltern zu sein. Das ist sehr, sehr schön. Vom Preis her finde ich es auch noch in Ordnung. Es ist ein Hardcover, es ist wirklich super, super schwer. Es hat 400 Seiten, es wird, werden viele, viele Themen angesprochen. Ich verlinke euch das Buch natürlich wie immer in der Infobox. Da könnt ihr schauen, wo ihr das bestellen könnt. Könnt euch noch ein paar zusätzliche Infos holen. Und dann hoffe ich, dass euch dieses Video von mir wieder gefallen hat. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!